Yo Leute, ich begrüße euch zurück zu Call of Juarez. Ich habe gerade gelesen, keine Verbindung. Aber nein, es heißt keine Vergebung. Und ja, wir wollen noch mal gucken, was es damit auf sich hat. Ich muss sagen, ich habe jetzt neue Kopfhörer, mehr oder weniger. Also eigentlich sind sie schon neu. Ich habe sie mir aber eher fürs Handy gekauft. Und ich benutze die jetzt auch gerade am PC und das funktioniert wirklich super, muss ich sagen. Was mich noch ein bisschen stört ist, das sind so, wie sagt man, In-Ear-Kopfhörer, also die gehen richtig ins Ohr rein. Und da stört's mich extrem, dass, wenn ich rede, sich das voll laut anhört. Aber sonst muss ich wirklich sagen, ich feier die. Also die haben guten Klang und alles. Die bocken. Vor allem, das sind auch, glaube ich, so No-Name-Kopfhörer. Ich weiß gar nicht. Mein Dad hat die bestellt. Bei eBay. Ich glaube, eBay oder Amazon. Weiß ich gerade gar nicht. Und, ja, ich muss wirklich sagen, besser als ich erwartet habe für den Preis. Ich muss sagen, ich hatte vorher tatsächlich recht teure Kopfhörer. Aber, okay, ich bin tot, läuft bei mir. Aber jetzt habe ich, ja, billig schon. Ja, doch, eigentlich relativ billige, würde ich mal behaupten. Scheiße. Und bin sehr zufrieden mit den Kopfhörern. Also, wie ihr vielleicht, wie der ein oder andere weiß, ich habe ja vorher immer meine Headsets oder mein Headset benutzt. Nur das Problem ist, meine ach so geliebte Freundin hat momentan mein Headset, mein Lieblingsheadset, sag ich mal. Also das ist das Headset, was ich wirklich schon seit Ewigkeiten habe und auch nie wieder irgendwie, wie sagt man so schön, vermissen will. Also wirklich, ich liebe dieses Headset eigentlich voll. Aber ich habe halt ein gutes Herz und habe die meiner Freundin mitgegeben, als die keine Boxen zu Hause hatte. Ja, und jetzt sind die halt bei meiner Freundin. Noch. Und mein anderes Headset, das feiere ich gar nicht. Also Gamescom irgendwie so heißt das. Ich glaube 780 oder so, irgendwie sowas. Ich hab's cool gefunden, als ich es gekauft habe und fand's da auch ganz gut und alles, aber mittlerweile ist wirklich, also Abstand, sage ich da nur. Ich mag's nicht. Bei mir, vielleicht habe ich tatsächlich einfach so Jumbo-Ohren oder so, keine Ahnung. Aber es tut mir halt tatsächlich nach einer Zeit, ja, okay, nein, es tut nicht weh, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, nach einer Zeit schwitzen die Ohren da voll drunter, weil das halt die Ohren so umschließt. Vielleicht ist das auch nur bei mir, aber es ist auf jeden Fall bei mir jetzt so, dass ich die deswegen nicht mehr so wirklich benutze. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich die nicht mehr ab. Und, ja, also ich muss sagen, wenn ich irgendwie jemanden finden würde, der das haben will, würde ich die direkt lostreten, ohne dass ich traurig wäre. Warum sind denn jetzt so fucking viele da? Das war's jetzt. Won't you spare me over to another year? What is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, won't you spare me over till another year?
So are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Also ich muss wirklich sagen, der Typ hat irgendwie eine geile Stimme. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass der noch jemanden sucht, Frank James, noch jemanden sucht und der dann am Ende dieser Geschichte vom Spiel auch mehr oder weniger in diesem Saloon da fündig wird. Das wäre auf jeden Fall eine coole Wendung. Aber ich muss noch mal sagen, also der hat eine echt geile Stimme irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vor Larry, ey, wie ich hier langlaufe. Einfach so im Zickzack. Yo, jetzt bleibt er hängen. Vollidiot, ey. Es lief so perfekt. Ist der denn überhaupt? I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Oh shit, hier ist er irgendwo. Shit. Okay, okay, okay. Aber... rüber, rüber, rüber. But he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Ach, hier ist nur so ein Extra. Okay, hüpf rüber, komm. Ah ne, hier geht's auch lang. Oh, fuck. Ich hab keinen Bock jetzt zu sterben. Oh Mann, das war knapp. Alter. Jetzt lass mich nicht von vorne anfangen. Hä, wo bin ich denn hier? Ach, ich bin wieder da. Das ist doch kacke. Okay, jetzt machen wir es besser. Hoffentlich. Naja. Wenigstens sind wir in einem Hops rübergekommen. Ist doch auch was. Shit. Okay, Checkpoint erreicht. Same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Graves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for? Oh, fuck. Hä, wie hätte ich denn da ausweichen sollen? Check das einer. Auch mal gucken, aber irgendwie. Ich kann ja schlecht dann einfach sagen, okay, komm, weißt du. Das war's jetzt. Wo ist denn der Typ? Wie der immer wegrennt, wie so eine feige Made. Bleib in Deckung. Ah, Dynamit. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite on your person. A few sticks just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Okay, jetzt treffen wir ihn. Jawohl und tschüss. Schrotflintenschütze. Okay. Oh. Das war Jesse James. Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir.
But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him! I never did like that bastard! I am done here! We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Ja, nice. Kann doch auch mal friedlich ausgehen, Mensch. Mein Gott. Muss doch nicht immer so sein. So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. Ach so, ich kann dann auch noch auf die schießen. I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Ach komm. Soll denn der Geiz? Hä? Damit habe ich keinen getroffen? Quatsch. Ah, eine Höhle. Hey Reed, I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! Ja, wo ist er denn? Da. Nee, das ist ein Stein. Besiege Jim Reed und seine Bande. Ach, ich habe schon wieder gedacht, dass da einer wäre. Hä? Ist der gerade einfach aufgestanden? Shit. Okay. Okay, okay, okay. Was? Verdammt. Aber ich kill den jetzt noch. Ich schwör's euch. Könnt mal aufhören hier so mit so vielen zu kommen. Das ist doch unglaublich. Habe ich überhaupt jemanden getroffen? Ich glaube nicht. Ist da noch... Da sind ja voll viele. Geht weg. Scheiße. Mein Gott, jetzt wird's aber echt nervig. Ich hasse das, wenn man sowas macht. Das habe ich so oft schon gesagt. Die strecken jetzt nur, weil jetzt so viele Gegner kommen. Das ist nicht irgendwie strecken, weil die Story so unglaublich tiefgründig ist. Na, komm her. Ey, ey! Wie viele? Ach komm, auf dem war ich doch so 100% drauf. Geh ich halt hinter den Stein. Na komm. Okay, Gucken wir da mal rein. Was haben wir hier? Nehmen wir einfach mit, scheiß drauf. Okay.
just me and Reed. Und natürlich wieder so ein Scheißduell. Komm, jetzt wird der Part nicht überlang, nur weil ich wieder einmal das Match verkacke hier. Na? Okay. Jawohl, Mission fertig, Level fertig, whatever. Ich würde mal sagen, bis gleich oder eher gesagt bis morgen zum nächsten Part. Haut rein und bis dahin.